Ja, meine Freunde, servus, ich bin's wieder, euer Blogger, und in diesem Video geht's um den neuen WLAN-Verstärker, den ich mir gegönnt habe. Den von Fritz Repeater 2400. Ihr seht es hier unten, ich habe leider immer noch kein Stativ, deswegen aus der Hand gefilmt. Und ja, ich habe das Ganze hier schon mal ein bisschen ausgepackt. Wir haben hier alles, was man dazu wissen muss. Und hier ist es. Geile Teil auch schon. Jetzt muss ich nur schauen, wie wir das wieder machen, mit einer Hand filmen und dann das Teil hier rausziehen. Aber funktioniert soweit ganz gut. ETF, das ist euer Ernst? Da ist sogar ein LAN-Kabel dabei, ich glaub's ja nicht. Alter, wir legen jetzt das mal zur Seite hier. Hier haben wir das LAN-Kabel. Hier ist der Repeater oder WLAN-Verstärker, da ist sogar noch die Folie drauf, die ziehen wir jetzt hier mal ab. Gottes Willen, das quietscht aber. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das so irgendwie gebacken bekommen. Jawohl, perfekt. So, und hier ist das geile Teil. Ich habe leider keine Eckdaten, wie gesagt, das Ganze ist jetzt mehr oder weniger spontan aufgenommen. Hier gibt es wahrscheinlich einen Connected-Button und hier ist der Stecker. So, hier ist die LAN-Buchse, aber wie gesagt, zum Einrichten gehen wir jetzt dann sowieso nach unten. Und ja, dann werden wir das Ganze hier auch wieder hier dahinter anstecken, weil ihr seht es ja selbst, ich bin aktuell eigentlich gerade hier am Streamen. Und das ist jetzt mehr oder weniger spontan, aber wenn wir hier schauen, hier dahinter ist der alte, der bringt nicht sonderlich viel, das ist ein Billigteil für 20 Euro. Den, wo ich jetzt hier eben habe, der kostet halt schon dementsprechend mehr, 73 Euro. Kann man vielleicht schon einiges mehr davon erwarten. Und wie gesagt, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach im späteren Verlauf unten und dann wahrscheinlich nochmal hier oben. Also bis gleich. Ja, meine Freunde, mittlerweile sind wir wieder herum. Hier in meinem Zimmer sitzt man der nächste Tag. Jetzt sieht es wahrscheinlich an meiner Kleidung. Aber es hat gestern Abend nicht mehr ganz so funktioniert, ich habe es heute mal probiert und jetzt schaut her, es funktioniert. Wir haben volles WLAN. Das Kabel, was da rausgeht, ist das LAN-Kabel, weil das geht nämlich hier an die Xbox hinten rein, dass das schon mal läuft. Und wie ihr auch hier sehen könnt, hier oben, wir haben volles WLAN. Es funktioniert alles perfekt momentan, ich habe auch kurz zuvor mal gestreamt gehabt, also es scheint wirklich alles wunderbar zu funktionieren. Und ja, genau, also ich kann es bis jetzt nur empfehlen, vielleicht kommt später irgendwann nochmal ein kleines Update oder so, je nachdem. Und ja, bis jetzt muss ich sagen, es gab bis jetzt keine Abbrüche, keine Abstürze in dem Sinne. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze hier weitergeht. Und wir haben immer volles WLAN. Vielleicht ein Strich geht einmal weg, dann ist er wieder da, so wie es jetzt im Moment gerade der Fall war. Und ja, aber wie gesagt, im Grunde genommen bin ich sehr zufrieden. Und ja, genau. Ich denke, das Ganze kriegt dann auch eine zufriedenstellende Rezension auf Amazon, je nachdem. Wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen austesten. Hier war noch mit dabei ein LAN-Kabel. Allerdings habe ich das nicht gebraucht, weil ich eh schon eins hatte. Aber LAN-Kabel, denke ich, kann man nie genug haben. Und ja, in diesem Sinne darf ich sagen, war es das soweit. Ich verlinke euch diese Fritzbox bzw. den Amazon-Link. Und dann darf ich sagen, war es das in diesem Sinne. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es neu auf dem Kanal ist, ganz gerne abonnieren. Checkt natürlich auch unten die ganzen Links aus. Wie gesagt, der Amazon-Link, mein Instagram-Profil, mein Twitch-Account, meine eigene Webseite, mein Leben mit Behinderung oder genau. Und ja, dann darf ich einfach sagen, wir sehen uns dann, wie gesagt, einfach im nächsten Video. Servus, habitere.